darf dich ganz herzlich begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Neumond im Zeichen Fische. Fische ist jener Bereich, wo etwas endet. Das Ende eines großen Zyklus. Das Ende ist nicht nur durch das Zeichen Fische hier geprägt, sondern auch durch die letzten Grade von Saturn im Zeichen Wassermann, respektive Pluto im Zeichen Steinbock. Insofern sind hier diese Endphasen ganz besonders dazu geeignet, sich zu fragen, was endet? Was möchte ich beenden? Und die Zeit nutzen, dieser Fischequalität für diese Einkehr, für diese Stille, für das Meditieren, das Eintauchen in dein wahres Sein und zu fühlen. Ne? Die Qualitäten von Fische und auch Wassermann sind sehr schwer kognitiv zu erfassen. Es gibt in all diesen Zeichen unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Das heißt, es ist immer auch eine Frage jener, die das deuten, diese Qualitäten. In meinem Fall deute ich es hier mit einer sehr transpersonalen Note und jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Und das ist eine, für die einen Menschen eine bedrohliche Qualität. Es macht Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Kontrolle zu verlassen. Und in diesem Kontext hier möchte ich all jene ermutigen, dass das Gegenteil der Fall ist und der Fall sein kann, wenn du dich dafür entscheidest. Und so ist das hier auch einhergehend mit einer Qualität von Merkur im Zeichen Wassermann mit dem Priapus. Und Priapus ist hier die größte Potenz unseres Seins. Nicht im sexuellen Sinn, sondern als Qualität des Potenzials. Wird sehr oft verwechselt mit diesen irdischen Höhepunktbestrebungen. Ne? Und dass diese beiden nun im Trigon stehen mit Mars auf 15 Grad Zwillingen. Merkur beherrscht das Zeichen Zwillinge, hat das hier eine ganz besonders wichtige, wegweisende, wegentscheidende Qualität. Das heißt, wenn es um die Frage geht, wohin geht die Reise, was tun wir in der Regel? Wie gehen wir es an, die Entscheidung zu treffen? Sehr oft geschieht das nach den Parametern, die uns auch Sicherheit vermitteln, wo wir bereits einen Plan machen auf Basis dessen, was wir kennen und können. Das mag in dieser Zeit nicht die beste Strategie sein, sondern eher sich zu lösen von dieser materiellen Orientierung der Sicherheit. Und Uranus im Zeichen Stier ist hier noch immer sehr aktiv, zumal er mit Priapus und Merkur im Zeichen Wassermann im Quadrat steht. Ne? Und Uranus herrscht wiederum das Zeichen Wassermann. Das heißt, es gibt keine Sicherheit. Uranus im Stier, es gibt keine Sicherheit. Es gibt nur einen Weg. Das bedeutet das Abenteuerleben. Wartet auf uns. Und Abenteuer sind letzten Endes Ereignisse, die sehr cool klingen und irgendwie erstrebenswert. Aber wenn es darum geht, aufzubrechen in etwas Neues, wo ich nicht weiß, wohin die Reise geht, einfach nur den Impulsen folgend. Ja, da beginnt das Leben. Ich habe einen Impuls und der ist vielleicht auch verrückt. Merkur im Wassermann und Priapus sagen zum Mars im Zwilling, entscheide dich für das Abenteuerleben. Das Leben wartet auf dich. Und Leben ist eine Qualität. Ja. Und da klingelt es vielleicht schon, ne? Dass das Leben zu leben jenseits ist, wo wir
in der Materie verhaftet sind, an Besitz und an all diesen sicherheitsvermittelten Attributen unserer Gesellschaft. Und das ist genau diese Zeit des Übergangs, wo wir endlich kapieren dürfen, wer wir sind. Das Leben wartet auf uns. Und wir sehen es bereits in den letzten 3 Jahren, dieser versklavenden Parameter dieser Gesellschaft, die ja in dem Sinn, was sie uns zeigen, ne? Also mittlerweile bin ich so mutig zu sagen, wahnsinniger nicht sein können. Also was bitte hier geht in den Leuten vor, noch immer dieses Feuer zu schüren, um hier Konflikte nicht zu befrieden, sondern noch mehr anzuheizen. Aber das ist nun hier eine Bühne, die uns das zeigt. Und so dürfen wir sehen, dass das, was diese Repräsentanten der Gesellschaft, die obersten Häuptlinge, keine guten Häuptlinge sind, denn ein wirklicher Häuptling, ein Stammesvater, würde dafür sorgen, dass es seiner Sippe, seinem Stamm gut geht und nicht mit anderen Leuten Krieg anzettelt. Das ist nicht unser Weg. Und das ist das, was wir in dieser Zeitlinie, auf der wir uns hier bewegen, als Ausgleich setzen dürfen in dieser Welt, nämlich das wahre Menschsein. Für uns wieder zu entdecken, für uns wieder zu fühlen und es letzten Endes auch in diesem Menschsein anderen Menschen erfahrbar zu machen, indem wir uns in diesem Menschsein anderen Menschen auch zeigen, ihnen begegnen. Und in dieser Zeit bis zum Neumond in den Fischen war auch Venus im Zeichen Fische, ist nun am letzten Grad ebenso im Zeichen Fische. Das heißt, begreift doch ähnlich, letzten Endes geht es hier um das Leben, um die wahre, höhere Frequenz der Liebe zum Leben, zu den Menschen als das, was sie sind, ihnen in dieser Form auch zu begegnen. Kurz davor hatten wir auch dann Venus mit Neptun in Konjunktion im Zeichen Fische. Das heißt, es ist so eine wichtige Qualität, dass wir hier diese Frequenzen anheben. Das heißt ja nicht, hier nicht in meinen Kanal verfolgen, dass wir hier wegschauen und einfach nur zuschauen und spirituell uns flüchten in irgendwelche Sphären. Überhaupt nicht. Klares Stopp, klares Statement, klares Nein. Aber wenn wir hier uns dem widmen, was uns hier führen möchte aus der göttlichen Matrix, Merkur Priapus im Zeichen Wassermann, im Quadrat zu Uranus, sagt, wir wollen diesen Himmel auf Erden leben. Was heißt das? Dass wir diese alten irdischen Parameter der Versklavung, der Angst verlassen und Pluto geht jetzt hier sozusagen in den letzten Grad von Steinbock, zeigt nochmal ganz plakativ die Schattenseiten der Gesellschaft, diesen Wahnsinn. Also drastischer kann man es ja kaum erkennen, was die hier tun. Wenn wir sehen, die Protagonisten dahinter, diese Schachfiguren. Ne? Und das ist das, was wir hier erfahren dürfen. Und wir dürfen auch erwarten, dass Pluto nun hier im März gehe in das Zeichen Wassermann. Und ich werde hier einen eigenen Beitrag leisten zum Übergang Pluto-Wassermann und Saturn in die Fische. Vorweg einmal, Pluto-Wassermann bedeutet alle Macht der göttlichen Matrix. Aktiviert die göttliche Matrix, aktiviert euer wahres Sein, aktiviert eure Empfangskanäle, aktiviert das, was in euer Leben möchte. Folgt diesen Impulsen und gebt ihnen Aufmerksamkeit, gebt ihnen Raum, gebt ihnen Zeit, lasst es fließen. Begebt euch mit Merkur auch im Wassermann in eine gute Gesellschaft von Gleichgesinnten, schafft dezentrale Strukturen, schafft dezentral Menschen, wo ihr euch gemeinsam hier stärkt, ein Miteinander, ein neues Wir. Das war auch bereits beim letzten Beitrag die Zeitqualität beim Vollmond im Zeichen Löwen. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen, Sonne herrscht das Zeichen Löwe, das heißt vom Ich zum Wir. Lass das Ego, das kleine Ego hinter dir und geh auf eine Ebene, die deine wahre Größe repräsentiert. Geh in deine Angstfreiheit und damit verlassen wir diese irdische Anhaftung. Ja, das will uns ja auch Uranus im Stier zeigen. Und geh dorthin, wo du einfach
geführt bist, die Impulse bekommst. Und letzten Endes, wie mache ich das? Einfach und nicht einfach sei dahingestellt. Eine Haltung könnte sein, dass es, wenn ich mein Leben leben möchte und mir dessen gewiss bin, ich will leben, frei leben. Leben als das, wer ich wahrlich bin. Und ich bitte dieses Wesen, das ich noch bin, um entsprechende Botschaften. Ich verbinde mich auch mit meiner zukünftigen Version meines Seins, denn das Leben ist unendlich. Das Leben hat keinen Anfang, kein Ende. Wir sind Geist im Körper. Was heißt das? Wenn es hier in der Konsequenz keine Zeit gibt, wir leben hier in einer Raumzeit, wir haben hier etwas veranschaulicht, wo etwas erfahren werden darf. Und was darf auf dieser Erde erfahren werden, letzten Endes, bei all dem, was da draußen passiert, nur dreimal können wir raten. Dass wir für Frieden sorgen, dass wir für ein Miteinander sorgen, dass wir uns in diese Kraft begeben, in diese Power, sie zurückholen und sie im Dienste der Menschen, der Tiere und des Planeten zum Ausdruck bringen. Aber angstbefreit, frei von Anhaftung an jede Materie, Uranus im Stier. Und die Venus war jetzt, ist jetzt im Zeichen Fische eine besonders, 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 besonders signifikante Botschaft. Du bist nicht dieser Zellhaufen. Du bist mehr als das. Erinner dich. Geh in die Stille, geh in die Natur und tank dich auf. Überschreib all diese alten Programme, Pluto, Saturn, ganz klar. Es begann im Jänner 2020 mit den beiden im Zeichen Steinbock. Immer wenn diese beiden in Kontakt waren, gab es Zoff, Krieg. Und das nicht von den Menschen, sondern von denen, die das steuern. Und dass wir hier Saturn, Satan und Pluto, Luzifer mit diesen Kräften zu tun haben, ohne auf diese Qualitäten einzugehen, ist kein Geheimnis. Und dass es wahrlich unmenschliche Qualitäten sind, die hier agiert haben, zum einen, zum anderen noch agieren und von dem wir uns befreien. Und befreien tun wir uns dann, wenn wir rausgehen aus der Angst. Das ist die energetische Nahrung dieser Qualitäten. Raus. Deine Kraft. Beschützt die Menschen. Seid mutig. Tretet ein für das, was hier wirklich, wirklich, wirklich wesentlich ist. Und das ist das, was hier natürlich mit dem Mondknoten, der hier mit dem Neumond in Kontakt ist, Neumond in den Fischen und der Mondknoten ebenso im Zeichen Stier mit dem Uranus im Zeichen Stier, will uns den Weg zeigen. Das heißt, vertrau, verbinde dich, bitte um Botschaften, bitte um den Segen, dass du zum Werkzeug deiner Göttlichkeit wirst als Mensch. Nicht als Werkzeug Gottes, der da oben irgendwo sitzt und der hier alles im Plan hat und alles lenkt und alles weiß. Das ist eher ein Gottesbild nach dem Alten Testament, Jehova, Yahweh, ein strafender Gott, ein frauenhassender Gott und so weiter. Und die meisten Religionen haben mit dem irgendwie zu tun. Und das ist nicht der Gott, um den es geht. Es ist keine Person, es ist ein Prinzip, jenseits davon. Und Gott hat keinen Plan, der uns Vertrauen bringen soll, weil Gott hat jenseits von Gut und Böse hier eine Qualität, die letzten Endes diese Qualität in uns zum Leben erwecken möchte. Du bist die Göttin, der Gott, der hier entscheidet, einen Auftrag letzten Endes ausübt. Und viele verlassen sich auch im spirituellen Bereich, dass alles gut ausgeht, weil Gott alles gut lenken wird. Naja, mag für sie ihre Wahrheit sein. Meine Wahrheit und die aus dieser Deutung mit den Horoskopen und auch aus anderen Themen heraus, meiner Erfahrung mit Pflanzenmedizin und so weiter, wissen wir, weiß ich, das Göttliche sind wir alle. Und das dürfen wir aktivieren in uns und lebendig machen, dieses Prinzip. Und nun geht auch natürlich gleich zeitgleich und an einigen Orten der Welt ist die Venus bereits im ersten Grad Widder und diese Venus in den Widder. Es möchte hier dieses Prinzip unseres Seins nun natürlich in unsere Lebendigkeit. Jupiter haben wir bereits im Zeichen Widder, begegnet bald den Chiron. Das heißt, diese Qualitäten von Jänner auch, wo es nochmal
ging darum, diesen Ruf zu hören, Inventur zu machen in den wichtigsten Lebensbereichen. Um all das hier zu forcieren, um eine Lebendigkeit hier zu aktivieren, ist nun hier noch einmal irgendwie wichtig, dass wir nochmal schöpfen aus dieser Quelle, nochmal uns bewusst sind, bewusst werden, wir sind Quantenwesen und in einem Körper, Quantenwesen, göttliche Wesen, die das Potenzial, Priapus Wassermann mit dem Merkur, die Potenz, unser Potenzial letzten Endes auf einer geistigen Ebene leben und jenseits der Höhepunkte auf irdischer, körperlicher Ebene, sondern auf geistiger Ebene, hat eine ganz andere Qualität. Eine ganz andere Qualität, denn hier erfahren wir die Impulse aus einer Geistigkeit, die letzten Endes genau das Ziel ist, jetzt im Übergang auch Pluto Wassermann und Saturn in die Fische. Das Paradigma beginnt hier einen Shift zu bekommen. Und das alte Paradigma geht mit diesen Prinzipien in Richtung Kommunismus 2.0. Erkennen wir, wissen wir, was hier läuft, aber das ist nicht das Ende, sondern ein Signal, dass wir als Ausgleich setzen dürfen, eine Befreiung von diesen Parametern dieser Gesellschaft und je mehr Menschen aus der Angst aussteigen und in ihre Autonomie, Freiheit, Autarkie gehen, natürlich sind wir dadurch. Das heißt, natürlich auch auf einer sehr praktischen Ebene, das Aussteigen aus dieser materiellen Anbindung oder Abhängigkeit mit dem unteren Mondknoten im Zeichen Skorpion, Pluto, letzte Grade, Steinbock, heißt ja auch, sorg für deine materielle Freiheit. Mach dir bewusst, wie wenig du im Leben eigentlich brauchst, benötigst und wie flexibel du sein kannst, um körperlich irgendwie sozusagen nicht abhängig zu sein von all diesen Dingen. Es gibt Möglichkeiten und Parameter und bald werde ich auch hier im Matrix-Netzwerk mit einem lieben Freund hier etwas starten, wo es Impulse geben wird für Autarkie und Unabhängigkeit, um auch hier ganz konkret werden zu lassen, Beispiele, Vorschläge, wie wir hier frei von diesen ganzen materiellen Bedingungen hier neue Impulse an Bord holen, an den geistigen Bordcomputer quasi, und hier Akzente setzen können. Das ist die eine Ebene, uns körperlich, geistig zu befreien. Bedeutet was? Körperlich, ne? Autarkie, autonom zu sein. Welche Antworten finden wir darauf? Und das andere ist die geistige Ebene der Freiheit, dass ich mir bewusst werde, wer ich bin, wer ich wahrlich bin. Ich bin hier ein befreiter Geist in einem Körper, in einem Raumanzug, der hier eine Erfahrung macht in dieser Zeit. Und wir sind hier nicht, wenn du das hier ansiehst, zufällig auf dieser Ebene. Und wir sind hier sozusagen in einer sehr herausfordernden Zeitqualität, aber nicht zufällig. Und Saturn geht in die Fische für 2,5 Jahre. Wir sind nicht zufällig hier. Wir sind hier jene, die hier erkennen, die Wahrheit ist in diesem göttlichen Bewusstsein zu finden. Alles andere hält uns nur klein, abhängig und so weiter. Klarerweise, immer wieder kommen wir auf diese ganzen Themen und wieder mal eine neue Schicht ist angebrochen. Das heißt auch, in der Konsequenz, dass viele Sanftmütige hier aufbrechen werden und sich zeigen werden, neu in die Sichtbarkeit gehen dürfen, dass sie wissen, das alte Paradigma, das sie eingeschränkt hat, klein gehalten hat, ist nun hier am Sterben. Wir sind hier nun gefragt, diese feineren Qualitäten in die Welt zu bringen. Auch die Spiritualität hat hier eine Trendwende. Wir sehen da draußen viele Schauspieler, letzten Endes wie auch auf politischer Bühne, und die Echtheit dessen wird sich jetzt zeigen. Und viele, die wir noch gar nicht einmal sehen hier im Netz oder sonst wo, werden in den nächsten 2,5 Jahren kommen. Es wird viele neue Gesichter geben und eher so spannende, unbekannte Menschen sind so dort und da schon für mich wahrnehmbar, wo ich mir denke, wow, wie wunderbar. Ne? Also ohne Schmuck, ohne diesen ganzen aufgemachten irgendwas und so feine Qualitäten, so wahrhaftige Botschaften. Ne? Und das ist das, was sich die Menschen vornehmen dürfen, dass sie sich zeigen, auch mit Pluto im Wassermann, wenn wir hier im Netz da draußen uns zeigen, unsere Kraft zeigen, im Dienste hier der göttlichen Macht,
die Macht zurückholen und sie anbieten, um Menschen zu motivieren, ihre Kraft wieder mehr zu aktivieren, sich daran zu erinnern, dass sie nirgendwo hin müssen. Sie sind alles, was sie sind, und alles ist bereits vollkommen. Wir haben alle als Mensch Prozesse, die wir hier erleben, erfahren dürfen, heilen dürfen, und auf der anderen Seite sind wir auch göttliche Wesen. Und aus dieser Perspektive, aus der Perspektive der Beobachter, Saturn im Zeichen Fische, mich als Mensch zu sehen, mich zu korrigieren, mich zu verändern diesbezüglich, das ist, was mein Beobachter in mir nahelegt. Und darum geht es. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ich dich motivieren, sensibilisieren konnte, ja, dich mit dieser Qualität zu verbinden, denn das ist diese Art der spirituellen Meisterschaft. Saturn Fische. Es geht um eine spirituelle Meisterschaft. Das beginnt dort, wo wir uns von dieser Körperlichkeit trennen und lösen, uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir werden durch diese Haltung nicht den Körper vernachlässigen, bei Gott nicht, nein, aber wir werden hier Impulse bekommen, die den Körper ja nie außer Acht lassen, aber letzten Endes transzendierter von der Qualität sind. Und diesen Träumen zu folgen, nun bei diesem Neumond und auch beim nächsten Vollmond sind wir dann quasi in der Jungfrau, ist es nun hier wichtig, diesen Übergang, den Zeichenübergang, der spürbar ist im März von Saturn, Fische und Pluto, Wassermann, dass wir das nun bereits als Vorabqualität hier, ja, vorbereiten, die Haltung. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ich dich inspirieren konnte. Du findest alle meine aktuellen Formate unten in der Verlinkung. Hab eine gute Zeit und bis dann. Danke dir. Welcome home.